Kinder haben generell ein sehr geringes Risiko, schwer an Covid zu erkranken. Wir stehen jetzt kurz vor der Einführung der Covid-Impfung für Kinder und dazu gibt es einige wichtige Anmerkungen, die man unbedingt wissen sollte, bevor man sich entscheidet, sein Kind gegen Covid impfen zu lassen. Die mRNA-Impfung ist eine völlig neuartige Form der Impfung, die es erst seit einigen Monaten gibt. Wir haben naturgemäß überhaupt keine Langzeitdaten über eventuelle Spätauswirkungen dieser Impfung. Kinder haben ein sich gerade entwickelndes Immunsystem, das gewisse Reize braucht, um es überhaupt ausdifferenzieren zu können. Ob die mRNA-Impfung da ein geeignetes Instrument dafür ist, das kann niemand sagen und niemand prophezeien. Man muss sich daher die Kosten-Nutzen-Risikoanalyse genau ansehen. Wenn wir jetzt wissen, dass Kinder ein sehr geringes Risiko haben, schwer zu erkranken, und wir auf der anderen Seite überhaupt nichts über potenzielle Langzeitschäden durch die Impfung wissen, dann kann man nur schwer hergehen und auf einer fundierten Datengrundlage, die es eben leider noch nicht gibt, allen Kindern diese Impfung empfehlen. Auch wenn es politisch propagiert wird und in den Medien sehr viel darüber geschrieben wird, bitte nachdenken, bitte die Daten anschauen. Aus meiner Sicht ist es derzeit nicht wirklich gerechtfertigt, allen Kindern diese Impfung großflächig zu empfehlen.